woher kommt der Name? Wunderschönen guten Morgen aus Skagen. Ja, das war ja so unser einziger Meilenstein, den wir uns so gesetzt hatten, dass wir es einmal bis zur nördlichen Spitze schaffen. Also ganz oben an der Spitze waren wir noch nicht. Da müssen wir zu Fuß hingehen. Das steht heute auf dem Plan. Aber wir sind in Skagen. Und wir sind einfach nur geflasht von der Stadt. Die Innenstadt ist so toll. Dieser Mix aus Strand, Meer, aber wieder dann auch diese Wälder, diese Moorlandschaften und Dünenplantagen. Fahren wir wieder zurück Richtung Hafen bzw. Innenstadt und wenn möglich noch bei einem Supermarkt stoppen. Unser Stellplatz ist einfach nur total genial hier am Hafen und aber auch direkt 200 Meter von der Innenstadt. Und mit gratis Wi-Fi. Total cool. Wir sind jetzt eben wieder zurück hier hingekommen und mein WLAN hat sich direkt automatisch verbunden, wie zu Hause. Ja, und jetzt gehen wir auf einen kleinen Schaufensterbummel in die Stadt und ich zeige euch mal, wie wunderschön Skagen aussieht. Spielplatz gefunden und waren noch Waffeln essen und dann haben wir noch geskypt und was gekauft für Johanna, im Wohnwagen anprobiert, festgestellt, dass es nicht passt, es wieder zurückgebracht und ja, jetzt ist halt der nächste Tag und wir schlafen auf dem Parkplatz, der kostet 20 Euro eigentlich, für nichts, also ne, keine Toilette ausleeren, kein Frischwasser, kein Strom. Gut, haben wir gedacht, ne? Das ist ja der Standort. Jetzt zeige ich euch was. Kommt mal mit. Hier an diesem Stab ist normalerweise der Automat befestigt. Und der ist aber für diese Saison schon abgebaut. Da haben wir uns natürlich mega gefreut, weil wir jetzt hier sonst legal geparkt haben.
haben sie gefunden. Wunderschön hier spazieren zu gehen, wirklich. Das möchte ich auch gar nicht in Frage stellen. Aber wo ist sie versandet? Das ist jetzt noch das Rätsel. Warum? Woher kommt der Name? Das ist da. Genau. Und wo ist der Sand, Johanna? Na gut, es ist wohl tatsächlich so, dass um die Kirche herum noch eine große Kirchmauer und ein Vorplatz war. Nee, hatte das kleine Stück. Erstmal das kleine. Und das ist versandet, ja. Genau, daher der Name. Okay, akzeptiert. Wir haben wirklich zweieinhalb wundervolle Tage hier verbracht. Und gleichzeitig stellt sich jetzt für uns auch die Frage, was wir jetzt als nächstes tun, weil unsere Planung ging tatsächlich nur bis genau zu dieser Kirche. Das war der letzte Programmpunkt, den wir für Skagen gerne noch abhaken wollten. Heute schlafen wir definitiv nicht mehr hier, aber wir wissen auch noch nicht wo. Lasst euch überraschen. Day in, day out, it's the same road. Same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known.